So, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen hier in der wunderbaren Welt von Stardew Valley auf dem Vorhof. Wir haben heute alle ein bisschen länger gepennt, ist schon 11.30 Uhr. Ja, und komischerweise sind wir über Nacht Englisch geworden. Da, bei dir. Zumindest nicht. Ich habe keine Ahnung, warum mein Spiel auf Englisch ist, aber es ist so. Also von daher, ich weiß es nicht. Ich werde trotzdem weiter mit euch Deutsch reden. Das ist schön. Ich weiß. Ist denn der Mene auch da, oder? Weiß ich nicht, er sagt zumindest. Der Mene ist, Ich bin da, aber es stockt halt jetzt auch hier ein bisschen dadurch, dass im Hintergrund dieser Download da läuft. Ach so, genau. Ja, der Download für das bisher noch weil nicht erwähnte. Weil wir euch noch ein neues, anderes Spiel präsentieren wollen. Ja. Das ist im Hintergrund gerade runtergeladen. Deswegen. Und ich muss die Musik mal wieder da seid ihr aber jetzt gespannt, oder? Da werden eure Höschen ganz, ganz feucht jetzt. Ja, jetzt sind sie alle im Kieslaster-Modus, auf jeden Fall. Was wird das für ein neues Spiel sein? Eieieiei. Ihr wisst, wir hängen immer dem Trend hinterher, ne? Das können wir schon mal vorher wegsagen. Ja, aber Trends sind doch dafür da, um später auch nochmal aufgegriffen zu werden. Ja, wir sind die Old-Trend-Man. Die Old-Trends. Das klingt jetzt sehr abgefahren. Also. Die Old-Trend-Man. Ja, so, ich bin out of water. Aha. Und es ist schon sehr lange her, dass wir uns hier in dieser Runde getroffen haben. Ja, es war Sommer, es war viel zu tun bei allen. Hier und da gab es Chat-Missverständnisse. Ja. Aber jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft, liebe Freunde. Jetzt gibt's mal wieder richtig auf die Glocken. Sozusagen. Die Glocken. So. Erstmal hier. Diese Vogelscheuche. Ey. Oh! Fest. Oh, wir haben eine Kirsche am Bäumelein hängen. Wir haben auch eben schon versucht, Satisfactory wieder zu starten. Hat zum Glück nicht funktioniert. Zum Glück nicht funktioniert. Er hatte nicht so viel Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte euch das nicht sagen, aber. Ach, deswegen hast du deine Netzwerkleistung mal so runtergeschraubt. Ja, das ist nur hing. Du bist ein Fuchs, mein Freund, echt. Ja. Absolut. Legt euch nicht mit mir an, ich bin auch ein ziemlich guter Detektiv. Vergessen, die Tür wieder zuzumachen. Was bist du, ein Detektiv? Ja. Alles klar. Ach Leute. Du bist Pünktchen. Und Anton, wer ist Anton? Weiß ich nicht, aber wie findet ihr, ich hab das jetzt, ich muss nochmal, hatten wir da schon drüber, ich weiß es nicht, wie findet ihr meine schöne Blume im Haar? Wunderbar. Also wirklich, die sieht eigentlich aus wie ein halbes Ei, aber sieht echt schön aus. Das ist ein sehr gut gekochtes Frühstück. Irgendjemand hat hier alle Türen aufgemacht. Guck mal hier, die ganzen Tiere Zwiebel. Raus. Zwiebel. Wo denn? Was Zwiebel, denn? Wenn ich nach links gucke, absolut männlich. Ja. Wenn ich... Naja. Ein Ei auf dem Haupt, ja. Was sind für Tiere? Ach, habe ich keine Ahnung. Hier ist ein Huhn abgehauen. Kann man das messern? Nee. Leute, wir sollten mal in den Dorfplatz gehen, da ist irgendein Eierfest. Ich kann das Huhn verkaufen für 1040 Gold. Kommt ihr mal mit? Bitte nicht. Hier stand eben, dass ein Eierfest los ist. Okay. Ja, ich meine bitte nicht das Huhn verkaufen. Ja, nun warte doch mal kurz. Lass uns doch hier mal kurz auf dem Hof erstmal ein bisschen... Ja, bringt ja nichts. Dann ist der Eierfest vorbei. Warte auf Spiele. 1 von 3. Wir haben ja schon 16 Uhr. Ja, ist ja gut. Dann komme ich jetzt halt auch. Geh doch da rein, Huhn. Sch, sch, sch. So, okay. Ich komme. Ja, mach aber die Tür. Nee, das ist einfach. Wenn Nacht ist, geht's von alleine rein. Und glaube ich, hoffe ich. Meinst du? Ich habe mich schon gewundert, warum du so einen Stress machst wegen der Türen, dass du das zieht oder so, aber mit den Viechern, ja, okay. Ah, oh, da kommen die beiden, ey. Da ist ein Specht? Wir haben nie gesehen. Also hier im Spiel. Das ist nicht echt. Meinst du? Okay, guck mal jetzt. Hä, wo ist hier das Fest? Ein Specht, ey. Siehst du, wir sind schon wieder zu spät. Haley, I'm feeling an urge to go shopping. I wish there was. Ach, hier ist kein Fest. Haben wir das nicht in Folge gemacht, das Eierfest? Kann schon sein. Hier stand eben, das Eierfest findet statt. Oh Mann. Wahrscheinlich sind wir jetzt 10 Minuten zu spät oder so. Oh Gott, ey, wegen euch. Was willst du denn mit deinem richtig geilen Stuff, Fettle. Ja, haben wir verpasst wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätten wir alle irgendwie 15 Iridium-Bachen geschenkt bekommen. Natürlich. Apropos Iridium. Ich war ursprünglich, Mene, du leckst. Du bist gerade geswappt. Mene leckt richtig rum hier, ja. Der ist 10 Schritte vorwärts und dann 18 hinten. Ja, mega geiler Typ.
Ich war ja, glaube ich, dran. Das im Hintergrund der Download läuft. Ich war ja, glaube ich, dran, die in der Mine Sachen zu farmen, glaube ich, ne? Ich weiß es überhaupt nicht mehr, was wir auch nur ansatzweise hier gemacht haben. Gar nicht. Habe ich nicht eure Zimmer auch verschüttet? Oh, ist das geil. Ja, ja, also das, genau. Das auf jeden Fall, das war noch das Highlight des letzten, der letzten Folge. Ich bin hier so im Pilz-Paradise. Mega geil. Aber Mähne also ist es auch nicht schlecht. Achso, Mähne habe ich noch gar nicht geguckt, glaube ich, beim letzten Mal. Warte mal gucken. Er ist Joja-Fan und hat die Rasen auch. Ah, echt? Dann muss er aufpassen auf die Hühner. Ja. Also hier gerade so diese Mischung mit den gelben, mit den blauen Joja-Tapeten. Oh, ich konnte gerade Ziegenmilch bekommen. Ziegenmilch? Eine Ziege hat tatsächlich schon Milch gegeben. Hat gemilcht. Wo sind denn Ziegen? Wo sind denn die Ziegen? Na, im Stall. Im Stall. Im Stall, welchem wo Stall? Alle Tiere sind, außer die Hühner. Sind da auch große Tiere? Tiere sind... Da sind die Ziegen. Sind die auch hat Ziegen? Die wollen schlafen, die Tiere. Sind zu spät. Die wollen nicht. Guck mal, ist das eine Ziege? Ja. Ah. Ja. Und was bin ich jetzt? Jetzt bist du ein Ziegenarsch. Das hat übrigens noch keiner was zu dem tollen Namen für meine Jetzt Ziegen bin ich Erdogan, gesagt. Leute. Oh. Oh, Politik. Mutig. Mutig. Ja, weil so viele Türken die Erdogan-Anhänger sind, der AKK oder nee, wie heißt die Partei? PKK. PKK. Anhängig sind unsere Videos. Und wenn, dann fickt euch, ihr Drecksbastarde. Apropos, wo wir bei Politik sind, ich habe heute eine, ich glaube, die ist aber schon von gestern oder so, vom Sonneborn, eine Rede im Europaparlament gesehen. Fand ich sehr geil. Der hat gesagt, dass, also ging halt direkt an die Frau von der Leyen und der hat gesagt halt irgendwie, dass Europa keine, oder halt dieser Posten nichts für Laien ist. Fand ich sehr gut. Heben wir die Kirsche so eigentlich auf? Ja, dann muss ich mal überlegen, wie viel gibt denn hier so ein Ort? Das ist ja, oh, wobei, das ist ja viel Gesundheit, ne? Animal Bundle. Ich glaube, ich werde dann morgen, wenn wir jetzt schlafen gehen, gehe ich morgen nochmal in die Mine ein bisschen farmen. Ich bin der Mr. Farm. Einer muss sich ja drum kümmern. Okay. Genau. Gehen wir mal ins Bettchen. Ja, warte, ich guck noch wegen der Kirsche. Mit Ö. Wir haben schon. Aber wo gab's Iridium? Ich meine, ich war ja schon mal in der Mine und da gab's null Iridium, glaube ich. Ja, das fällt vom Himmel, soweit ich weiß. Ja, das konnte's ja nicht sein. Ja doch, da ist doch hier so ein Dings runtergeplumpst, irgendwann mal so ein Meteorit. Und da haben wir doch unsere ersten Iridiumbahnen davon gekriegt. Ja, das konnte's ja nicht sein. Ja doch, die siehst aber so. Wir machen mal den Wahrsager her. Schnee, Süßkartoffel, Winterwurzel, Kokosnuss. Was macht das in der, in der Erz... Ist, so, Erz, das war mein... Wieso Stichwort. Bin ich jetzt im Bett und ihr nicht? Okay. Weil ich noch die Kiste sortiere. Hey Rick, was los? War das jetzt ein Rülpser? Ja, so ein Verkappter irgendwie. Bei mir leckt's ja ein bisschen. Das ist also... Er hat hier so richtig schön einen auf Morty gemacht. So, also mein Download ist abgeschlossen, wie man es unten auch sehen kann. Meine verdammt, ich habe Spoiler auch drin. Danke, Steam Overlay. Danke. Ach so, kommt das gleich? Dann weiß ich nicht, ob ich das ausgestellt habe. Ich glaube, ich habe das ausgestellt, dass irgendwelche Overlays kommen. Ja, bei mir kam unten so, kam das hoch so. Ich gehe mal ins Bett. Ja, ich auch. Ich liege schon. Ich tue schon liegen tun. Ja, ich auch. Ah, so. Kommt ihr mit in die Mine oder was macht ihr? Erstmal Felder machen. Ich komm mit, alleine stirbst du doch. Nee, aber Moment mal, wir wollten doch auch mal in die Mine in der Wüste. Die war doch eh krasser, oder? Die war richtig krass. Da müssen wir nur genug Essen mitnehmen, Leute. Essen und geile Rüstung. Haben wir Rüstung? Nein. Können wir Rüstung schmieden? Babababab. Ja Mensch, was ist denn mit der Rüstung, Freunde? Freunde. Warum habe ich da nicht eine Kiste da mehr drin? Ach so. Oh, mein ganzes guck mal, Leute, wir sind in Holland. Was ist wir los? Sind in Holland! Ui! Oh, jetzt die Niederlanden! Blue Jazz. What the fuck ist Blue Jazz? Geil, Leute. Soll das sein? Jetzt wird Geld gemacht, Leute. Aber richtig. Bohnen und auch noch die ohne Bohnen Ende. Ohne Ende hier. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Fast schon Dieter Bohnen. Bene hoch, der kommt flach. Ui, der war ziemlich schlecht, du. Ah ja. Man kann ja nicht immer... den Mega-Gag raushauen. Ne.
Ah, man kann sich mehr Mühe geben. Man kann dafür mehr Leute richtig dissen, die was gegen Miracoli haben. Ach Mann, ey. Das versteht. Wir verstehen dich nicht. Ja, genau, wir verstehen leider dich jetzt gerade nicht. Weil brauchen die eine, einen Slot, diese Blumen. Also jeder einzeln irgendwie. Und ich habe so viele unterschiedliche. Alter, die kann man essen? What? Echt? Die geben richtig viel. Ja, was heißt richtig viel? Aber geben schon ganz ordentlich. Da sind noch zwei Blumenkohl. Da komme ich leider nicht ran, weil mein Inventar voll ist. Also verkaufen die Blumen die jetzt einfach, Bude, oder? Kann ich auch nicht. Müssen wir von den Blumen irgendwelche wegtun? Gold oder so? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Oh, Leute, guck mal, ob man Geld von den Bohnen. Von den Bohnen irgendwo was. Alter, hier sind neue Bäume gewachsen oder was? Neue Bäume. Da, ist auch, da sind auch wieder Früchte an den Bäumen von uns. Leider kommt man hier nicht an unsere. An die Bohne ran, weil da die. Schwarzes Brett. Ah, da kommt man so richtig. Heizraum, Aquarium. Ja, doch, jetzt. Okay. Handwerkskammer, Speisekammer, guck mal hier. Sommer. Nee, es ist ja Frühling. Nee, Mais. Nee, Kürbis bräuchten wir oder Melone. Ja, Kürbis oder Melone und dann noch die Ziegenmilch und die Wolle. Gießt ihr mit oder gießt ihr allein? Du gießt gerade alleine. Im Moment gießt du alleine. So, ich verkaufe jetzt mal alles. Holla. Der gibt ja richtig, der gibt ja mal richtig Tinte auf den Füller, der Blumenkohl. 135 Energie plus 44. Aber das ist goldener. Dann. Was? Das ist aber dann goldener. Das ist ein goldener, ja, richtig. Lotto hat du recht. Da gibt ja mehr, nicht? Ja. Also, ich hau jetzt hier alles in die Kiste, ja? Ja, ja. Hab ich auch. Bam, 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 bam. Vielleicht sollte der unser Kochmeister mit seiner Küche da uns mal für die Expedition was kochen. Was ja, uns mehr hält und so gibt. Ja, mache ich, sobald ich mit den Tieren hier durch bin. Also ich hau jetzt hier alles weg, was ich jetzt im Inventar habe, ja? Ja, hau doch. Ja, gut, alles weg. Ist mir egal. Wort hau. So, Folge zu Ende, wir wollen jetzt das neue Spiel spielen. Was denn du da? Das ist zu jung, um Milch zu geben, okay. Gürtelrose ist zu jung, um Milch zu geben. Wer hat die Gürtelrose gedacht? Ja, wer wird's wohl gewesen sein? Wer wird's wohl gewesen sein? Nee, das war ja tatsächlich nicht. Meiner heißt Cody McGoatface, ganz normal. Wild Honey. Also gut, dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal vorgesorgt für das nächste Mal, wenn wir dann in die Farm gehen. In die Mine gehen, würde ich mal sagen, oder? Oder willst du jetzt noch in die Mine gehen? Ha? Was meinst du mit vorgesorgt? Naja, geldmäßig, dass wir hier vielleicht dann nochmal was aufrüsten oder so, ich weiß ja nicht. Ja, was hat das mit der Mine zu tun? Naja, dass wir dann, hier weiß ich nicht, das Möhrebrett uns da noch irgendwas kocht? Ja, der kocht ja nicht, der ist ja nur am Rumrennen hier. Echt, so viel, so. Geh in die Küche, da wo du hingehörst, Junge! Und bügel mein Hemd! Was brauchen Küche. Wir denn, was viel Gesundheit bringt? Halt doch mal die Klappe. Sollen wir viel Gesundheit oder viel Energie? Naja, Energie ist erstmal wichtiger, aber Gesundheit wahrscheinlich auch. Das sind ja üble Monster. Mischmasch wäre ganz geil. Wenn man da jetzt eine auf den Zahn kriegt? Okay. Mischmasch wäre ganz das geil. Das hier ist gut, aber da brauchen wir übelst viele Höhlenkarotten. Das bringt nichts. Haben wir nicht. Das ist gut. Was ist das? Öl, Essig, Radieschen haben jetzt wir nicht. Jetzt Höhlenkarotten. Kürbis haben wir auch nicht. Kürbis. Sardinen haben wir auch nicht. Nein. Haben wir auch nicht. Nein. Wir haben nichts. Pastinaken nicht. Haben wir auch nicht. Soll ich denn noch von den 12.000 haben wir auch nicht. Noch was Samenmäßiges jetzt kaufen mit Frühling? Eiern. Ich kann hier mit Eiern was machen. Leute. Du kannst mal bitte ganz viel Weizenmehl mitbringen, dann kann ich nämlich aus den Eiern Sachen kochen, die uns Energie bringen. Das war nicht mega viel, aber immerhin. Muss ich mal gucken, ob man Weizenmehl kaufen kann, nicht? Bestimmt. Doch, kann man, weiß ich. Ja. Ist seit 20er Jahren. Ist ja Bürgermeister. Ja, Pirat, das ist ja wirklich. So, was sagst du? Weizenmehl kostet aber 100, ne? Boah, Wucher! Ja.
Okay. Kann man Weizen nicht anbauen und das melisieren? Nennt man das so? Wer zuerst kommt, melisiert zuerst. Genau. Ich weiß nicht, ob man das melisieren kann, aber Weizen, man kann Getreide auf jeden Fall anbauen. Ich hab wieder eine Tür. Melusine. Finstraginst. Letztens bin ich an so einem Windpark vorbeigefahren und meinte nur so zu meiner Kollegin, ey, wat, wie kriegen die eigentlich das ganze Mehl hier weggeschafft? Und sie hat es einfach nicht verstanden. Beim Windpark? Ach so. Hier muss doch voll viel Mehl abtransportiert werden. Die Fragen müssen, warum die so viel Wind machen. Eieieiei. Die Energieverschwendung für die Winderzeugung ist doch echt scheiße. Ja, Leute, soll ich noch Samen kaufen jetzt oder nicht? Ja, mach doch. Process Gear. Oh, das wollen wir ja behalten. Sollen wir Pastinaken machen? Oder weiter Blumenkohl oder Kartoffeln oder was? Womit kannst du was Gutes kochen? Blumenkohl braucht halt voll lange, bis der gewachsen womit ist. Womit ich was Gutes kochen kann? 12 Tage, ja. Kartoffeln 6 Tage. Ich könnte mir vorstellen, aus Kartoffeln, aus Pastinaken hier oder aus Knoblauch. Also. So Puffer. Das gute Zeug. Pastinake. Aus Pastinaken und Eiern kann ich, also ich muss dann erst ein Omelett machen. Ein Omelett mache ich aus... Und was ist mit Kartoffeln? Ei und Milch. Ei und Milch. Und daraus dann mit Pastinake zusammen eine Bauernmahlzeit. Geil, Kartoffeln, Kartoffelpuffer kann ich machen und aus den Kartoffelpuffern dann Matrosenteller. Mhm. Ich kaufe Kartoffeln. Das hat mich überzeugt. Matrosenteller. Matrosenteller! Schön, Fisch drauf, du. Von Pam so einen ausgekochten Schlüpper. Brauche ich aber auch zwei Sardinen. Sardinen? Jemand Sardinen farmen. Ja, das ist ja kein Problem. Ihr habt ja einen geilen Fischer hier. Oder Radieschen. Mit Radieschen kann ich noch. Oh, Radieschen wären geil. Ja, gibt's nicht. Kann ich. Die sind wahrscheinlich in einer anderen Jahreszeit. Möglich, dass die im Sommer sind. Das kann sein. Oh, auf jeden Fall haben wir jetzt deutlich weniger Geld. Acht Geld noch. Was er macht, macht er sehr gründlich. Das ganze Geld ausgegeben. So, ja, ich habe noch Dünger, ein bisschen so Dünger. Also. Für was hast du das denn jetzt ausgegeben? Ich habe jetzt 100, also ich habe 40 Mehl, 100 Kartoffelsaat, 100 Pastinakensaat und 9 Qualitätsdünger. Okay, dann gucke ich mal. Qualitätsdünger war 150 pro. Jetzt haben wir kein Geld mehr, dass ich mir das Kartoffelpufferrezept kaufen kann. Oh. Ja, wir kriegen ja morgen massig Geld rein. Ach, Leute. Wir kriegen ja morgen massig Geld rein, du. Ist jetzt hier, ist das jetzt hier gedüngt? Ja. Das ist gedüngt, wenn du diese Dinger da unten siehst, ja. Stockt's gerade wieder. Oh, derbe Leck. Derbe Leck. Oh, es hängt gerade. Was ist hiermit? Kann das noch jemand machen? Ich habe auch nicht mehr so viel Energie. Was denn? Hier muss noch gedüngt werden. Ah ne, warte, ich habe ja gerade ein bisschen Dünger hier. Und guck mal, mein Qualitätsdünger ist grün. Stimmt. Geh mal weg. So. Geh mal weg. Wollt das gießen. Weizenmehl kannst du hier in die Kochkiste packen, ja? Das Weizenmehl behalte ich mal schön, meins. Kumpel. Also ich brauche massig Felder noch, Leute. Weil, Du könntest mir auch die Samen geben und einfach dann mit deiner Mördergießkanne hinterhergehen, dann hast du ja. Ja, ich gieße ja auch gleich. Es ist nur so, dass. Ja. Ich jetzt 200 Felder brauche. Ja, die findest du schon hier. Mene! Ja? Wir brauchen dich. Was ist denn? Du musst helfen! Das bestellt sie nicht alleine, das Feld. Helfen? Ja, Moment. Ich slack gerade ein bisschen. Ich kann gerade nichts machen. Gott. Keine Ahnung, gerade Download. Ach, jetzt kann ich gerade gar nichts machen. Was ist denn das nur wieder? Heute brauchen wir zu kochen. Eiselbeeren brauchen wir zu kochen. Der Qualitätsdünger ist jetzt schon weg. Eiselbeer-Gelee. Weg der aber, ey. Brauchen wir noch zu kochen? Das. Ah, da ist er ausgetimed, ist er. Der Download gibt ihm den absoluten Rest. Absolut. So, da passt die Daten sind alle gepflanzt. Jetzt brauche ich hier unten noch. Bist du hier auch? Hast du hier auch was gepflanzt? Überall da oben, ja, im Weg auch. Mene has quit, okay. Über dem,
Also wenn er keinen Bock mehr hat. Nee. So asozial halte ich ihn dann nicht. Doch nicht, okay. Haben wir noch Hünger? Das ist deine Verwandtschaft. Ja, ja. Wir müssen noch ein paar Felder gedüngt werden, tatsächlich. Hier aus nichts. Und da. Oder Harz, woraus wir Dünger machen? Aus Harz, ja. Hier ist noch Dünger. Basic Fertilizer. 28 Stück haben wir hier noch. Ja gut, dann hau die mal rein. Ja. Wo willst du denn die hin haben? Da, wo nichts ist. Ach so. Ich mach jetzt mal schon mal Kartoffeln dahin, wo was ist. Weg dich da mal weg. Danke. Kartoffeli. Gibt es eigentlich auch Spargel? Das wäre doch weiß auch nicht. Früher, oder? Das war nur für Spargel. Mene, bist du wieder da? Ich bin gerade irgendwie komplett aus dem Internet geflogen. Yes. Das war zu viel für dein Internet, Mordhau. Hallo? Hi. Hallo, Mene. Ich bin Hörsch. Ich bin Hörer. Ich bin euch. Hey. Aber wir dich nicht. Hallo? Mene ist out of bound. Also wir haben jetzt keinen Dünger mehr, ne? Weil ich habe jetzt noch 35. Also ich mach hier. Na warte, ich kann mal oben nochmal gucken. Mene? Nicht alle einen Dünger hier. Auch nicht alle einen Dünger hier. Weißt du was? Ich hau jetzt den Baum hier einfach mal weg. Ist doch scheiße. Warum? Der ist doch mega. Warum denn? Ein bisschen Schatten hier. Ach, Schatten, babalapap. Was ist denn am Baum da? Der ist doch nein. So lange. Also gibt der Baum Dünger, also. So. Läuft die Aufnahme noch bei euch? Ja, die läuft noch, ja. Das breche ich dann ab nach 15 Millionen Stunden oder was? Nur weil bei dir da wieder alles kaputt geht. Okay, also bei mir war es jetzt, ich bin jetzt komplett aus dem Internet geflogen. So, okay. Ist alles gepflanzt. Einmal. Und. Ja. Das macht ja nichts, Mene. Die Folge ist ja jetzt gleich zu Ende. Dann bei dir die Leute halt 3 Minuten verpasst. Dann gießt du mal da, ich fange hier an. Also hier Leute, weiter. Ihr... Achso. Ja, wir müssen die Folge jetzt noch zu Ende machen. Wir gießen das jetzt noch hier ready und dann gehen wir pennen. Aber genau. Brauchen wir gerade einen schönen Blumenkohl zwischen die Fersen. Schönen rohen Blumenkohl mal so in den Hals geschoben. Mega lecker. Veganer. Mega schwer zu kriegen. Das ist schwer zu kriegen, so ein Rohr Blumenkohl. Ja, ja, ist eigentlich ziemlich Luxusgut. So, alles gegossen. So, wunderbar. Dann gehen wir pennen und holen den Mehl wieder ab. Hast du hier auch. Nee, hast du nicht gegossen. Da ist er noch nicht gepflanzt. Doch, da ist gepflanzt. Ach so? Ah, vielleicht liegt es daran. Jetzt ist die Gießkanne leer, oder was? Aber wir müssen ins Bett. Wird knapp. Stündchen haben wir noch, komm. So. So, jetzt aber. Ja, ja. Geh mal Mähne. Jetzt mal schön rein, du. Sturmfrei hier heute. Machen wir ein Sandwich. So, also liebe Leute, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Reingucken, fürs Zuschauen. Und so, jetzt machen wir. Hofarbeit Stufe 9. Gießkanneneffektivität, Hackeneffektivität. Für die ja, Moment, ich muss mir erstmal ein neues Herstellungsrezept, Saatguterzeuger. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und neues Herstellungsrezept, Iridium-Sprinkler, das ist doch schon mal nicht schlecht. Neues Qualitätsdünger kann ich jetzt auch selber herstellen, Leute. Hervorragende Wahl. Alter, wie viel Geld wir gekriegt haben. 21.000 hier wieder Cash auf die Kimme. Leute. Ich wieder verpulvern. So, mach's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mene sagt tschüss. Arschloch. Mene? Arschloch. Ja, tschüss. Oh, er ist noch da, okay. Also, bis dann. Tschüss. Bitte.